Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Dark Souls Remastered. Immer noch in den Katakomben und wie mich Flak666 richtig darauf hingewiesen hat, das Bonfire, das wir da beim Schmied entdeckt haben, das ist neu. Dazu muss man ganz einfach sagen, dass es an der Stelle früher kein Bonfire gab und jeder, der zu dem Schmied wollte, um seine Waffen dort umzuschmieden, vor allem um dort Chaoswaffen herzustellen, der ja, musste den etwas längeren Weg hier durch die Katakomben gehen. Der war jetzt nicht wirklich schwer, aber es war halt nicht so schön easy, wie zum Beispiel zum guten André zu gehen. So, und jetzt, wieso kriege ich jetzt hier gerade so hart aufs Maul, ganz kurz? Und... aufgepasst. Oh nein. Das Schlimme war, ich war so in der Bewegung gefangen, ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nichts machen. Aber ich will hier unten noch was looten. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen Loot. Ja, mein nächster Weg, um ihn ganz kurz zu erklären, er führt mich nochmal durch die Katakomben. Diesmal ein bisschen genauer. Und dann werden wir uns auch in Richtung Grab der Riesen weiterarbeiten. Ja, das wird ein bisschen schwerer werden, aber ich kriege das schon hin. So, 3000 Seelen da unten, die nicht haben. So. Oh Mann, ey. Der haut da so eine tückische Kombo raus. Shit. Er war ja ready to counter gewesen. Verdammt, hab ich nicht gesehen. So, aber was man hier schon sehr gut sieht, ist, dass hier so ein paar Steine ganz lose sind. Oh Gott, das sollte nicht passieren. Das ist jetzt mega dumm, was ich gemacht habe. Oh Gott. Schnell versuchen, was zu trinken. Oh, noch ein großer. Oh, wird ja immer besser hier. Und weg hier. Komm, 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 komm. Noch ist nichts verloren. Denn ich kann immer noch hier nach oben. Ja, ich wollte mich auch eigentlich besser anstellen. Das war nicht so dumm geplant, wie ich es jetzt umgesetzt habe. Und die Bogenschützen, die Bogers, die machen mir hier gerade ganz schön das Leben schwer. Natürlich ist hier keine unsichtbare Wand. Ich hab's gewusst. Ich hab's geahnt. Was mache ich denn überhaupt hier oben? Okay, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay, keine Ruhe mehr. So, ich muss die erstmal nach und nach wegarbeiten. Oh nein, der ist ja auch noch da. Big Daddy, da will stressen. Oh. Stresst auch ganz schön. Aber ich hab nur einen riesen Pfeil im Arsch. So, okay. So einen Typen treffe ich ja dann auch im Grab der Riesen. Gleich schon mal checken, wie gut ich hier performe. Besser als ich dachte. So, ein Grab. Ein Grab, ein Grab. Aua. Finstermond Sions Ring, genau den wollte ich auch haben. Den holt man sich hier also aus einem Grabe. Oh, der Pfeil wird aber tief geschossen. So, und wieder nach oben. Und da ist nämlich der andere von diesen Knilchen. Ha! Gut. Diese Stelle wäre überstanden. Das besser, als ich dachte.
Ah, geil. So, die Frage ist... Ich glaube, hier gab es einen geheimen Gang. Bin mir nur nicht ganz sicher. Ah, genau, hier. Ha, ganz offensichtlich. Ging es hier nochmal runter? Nö. Hi, na? Die hauen aber auch gleich ein paar Dinger raus, ne? Ah, den konnte man auch, glaube ich, irgendwie aus der Ferne erschießen. Hm, ne, gut. Gut, gut, gut. Oder auch nicht. Jetzt gehen wir hier erstmal nach oben. Mehr schlecht als recht arbeite ich mich hier so durch. Aber wobei, es geht ja. Schon Schlimmeres erlebt in meinen Playthroughs. So. Schurke. Wunder, friedlicher Spaziergang. Nein! Ich hätte damit nur rechnen können. So, um auch noch mal eine Aktion hier gezeigt zu haben. Der olle Zombie, der ist übrigens schon wesentlich weiter als ich. Der ist, also nicht weiter, der ist nur einen anderen Weg gegangen, aber der ist schon durch die Schandstadt durch. Also ein paar von euch sagen ja immer, oh, ich wollte die Schandstadt sehen, ich wollte die Schandstadt sehen. Also dann guckt euch halt das vom Zombie an oder so. Schild Rot-Wiss. Das Rot-Wiss-Schild. Was kann das Rot-Wiss-Schild eigentlich? So. Rot-Wiss. Ja, ist gut gegen Magie und Blitz. Hölzerner Rundschild aus Lordran mit auffällig rot-weißer Bemalung. Lordrans riesige Bäume stammen von den mächtigen Steinurbäumen ab. Dieser Schild hat deren Eigenschaften geerbt und das Holz reduziert Magieschaden beträchtlich. Überlege nur gerade, wann Magieschaden... Ich habe jetzt nun schon einige... Oh, fuck. Schon einige Waffen gegen Magieschaden. Ach komm, das war ultra gut pariert. Das war wirklich on point pariert. Das Spiel zählt es nicht. Jetzt aber. Schön ist, wie ich durch das Herz oder den Oberkörper eines Skeletts steche. Da hinten war ich zwar schon, aber du kommst da sowieso nach. Das Schöne ist, nach der Runde kann ich auf alle Fälle ein bisschen aufleveln. Ein Level zumindest. Ach, der andere ist auch schon wieder runtergesprungen. Ganz schön suizidverdächtig mittlerweile hier alles. Ja, das dürfte doch jetzt für ein Level-Up locker ausreichen, oder? Habe ich mich eigentlich hier hinten schon richtig umgeschaut? Hier gab es ja, wie gesagt, auch Wege.
Genau, hier kommen wir dann runter wieder zu Vamos. Genau, die Abkürzung kenne ich ja auch. Na gut, dann sind wir hier schon recht gut fortgeschritten, möchte ich meinen. Oh, da vorne gibt es noch ein Item. Wow, eine eklige Käferkolonie. Okay, okay, ich merke schon. So. Erst einmal das Item aus der Ecke. Aber damit hätte ich rechnen müssen. Eine Kriegerseele. Und nochmal das Rotwiss-Schild. Scheint hier also nicht so der rare Loot zu sein. Na gut. Na gut, na gut. Da ist es eben so. Leute. Von heute. Was machen wir jetzt eigentlich? Genau, wir gehen jetzt erstmal zurück. Werden uns dort ganz kurz aufleveln. Dann schaue ich kurz auf meine Uhr und sehe, ein paar Minütchen haben wir ja noch. Also führt jetzt der Weg erstmal zum Schwarzen Ritter. Aufsteigen hier. So, Intelligenz. Auf 20 als nächstes, danach Wille. So, ja, ich wurde auch in den Kommentaren dazu angehalten, warum ich nicht auf die ganzen Neuerungen der Remastered-Fassung eingehe. Also, ich meine, dass das Spiel an einigen Ecken echt detaillierter ausschaut und dass es super schön ausschaut, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es gibt da wirklich eine richtig coole Neuerung und das ist halt zum Beispiel bei Vamos dieses Bonfire. Also das finde ich schon ist eine erwähnenswerte Sache. Vielen Dank auch nochmal, dass ihr mich da in den Kommentaren drauf hingewiesen habt. Das fand ich wirklich sehr, sehr nett von euch. Sehr freundlich. Vielen Dank. So, diese Abkürzung hier mag ich, denn wir nehmen es jetzt mit dem Black Knight auf. Und das wird gar nicht mal so leicht, denn dieser da ist ziemlich stark, starke Attacke. Ja, ich könnte jetzt auch noch ganz theoretisch... Erstmal muss ich da unten die beiden Kumpels fertig machen. Diese da. So, jetzt mal aufpassen. So, die machen nämlich da ganz schön Attacke. So, unser Freund steht jetzt da unten und freut sich seines Lebens. Wohl eher seines Überlebens. Wo ist denn der hin? So, um jetzt hier weniger Stress zu haben, springen wir genau rein. Super schlau. Das war echt super schlau gewesen. Ich wollte die eigentlich abschießen, aber... Da war ich wohl zu dumm. Ja, der Finstermond Sionsring, den habe ich in dieser Folge bekommen. Über den kann ich auch eigentlich ganz kurz mal quatschen. Das ist ein Ring, der es mir ermöglicht, später in Anor Londo direkt zu Gwendolyn zu gehen. Zumindest den Eid dort anzunehmen. Der olle Ring, der ermöglicht dieses. Was da genau steht, kann ich euch gleich nochmal sagen. Jetzt aber erstmal will ich hier gegen den ollen Black Knight, Dark Knight, Whatever Knight antreten. Ich habe das Gefühl, dass die KI hier manchmal ein bisschen spinnt. Erinnere in der letzten Folge, als ja zum Bleistift dieser eine Beschwörer da direkt in den Tod gehopst ist, vorletzte Folge oder so war das gewesen.
Oh. Ah, da bist du ja. Guck mal, die habe ich ja letzte Folge gesucht. Ja, okay. Message verstanden. Message verstanden. Du willst nicht, dass ich lebe. Okay. So richtig viel muss ich hier auch gar nicht mehr machen. Es gibt, glaube ich, noch ein... Also... Ich glaube, das meiste haben wir dann. Ich mache ja diesmal keinen Complete Run in diesem Sinne. Das war letztes Mal schon so ein bisschen jedes Item zu holen. Bei manchen Items musst du echt gucken, wie du da hinkommst, ne? Das ist ja nicht so einfach. Da musst du echt schauen. Also ihr merkt, was ich meine. Also irgendwer springt hier immer in den Tod. Also ich finde, in der Remastered-Fassung sind einige Gegner wirklich ganz schön selbstmordgefährdet. Also, das muss man mal so sagen, wie es ist. Weiß ja nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Mir fällt ja dann sowas auf. Als Let's Player hier von heute. Wow. Ja, die beiden sollten halt erst vorher wirklich tot machen. Bevor wir da runter gehen. Und dann noch wie viel möglich. Ach, der versucht dann hier. Der versucht dann hier so lang zu rennen. Wow! Also wenn er mich entdeckt, versucht er hier so lang, also hier abzuhauen. Ach so, seinen Schlag kann ich nicht blocken. Ah, hier ist echt der schlimmste Feind, die Kamera. Wie oft ich hier... Hi, ich bin hier. Und dem sein schlimmster Feind, dass er nicht trifft. What? Ist ja gemein hier. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, dass das Spiel manchmal ganz schön unfair sein kann. Aber manchmal übertrifft es sich ja selbst in Unfairness. So. Obwohl, wartet mal. Versucht hier gerade so ein bisschen auszuboten. Das war cool, ne? Gleich mal eine gescheite Menge von denen. Weggenommen, ist mich dann von den anderen erwischen lassen, aber. Okay, und los geht's, komm. Ah, man muss hier so ein bisschen antäuschen. Wenn man es halt hinkriegt.
Wow. Wow. Du bist der Letzte hier. Ach, Mann. Von denen kann man auch was Cooles gedroppt bekommen. Dazu müssten sie halt dann auch nur was droppen. So. Ich brauche meine Laterne. Oh, meine Laterne brauche ich. So. Die Schädellaterne. Die Schädellaterne ist eines der wichtigsten Items hier unten. Denn sonst findet man einfach hier nicht den richtigen Weg und stürzt in die Tiefe. Und das will man ja eigentlich verhindern. So. Ah, das wird jetzt auch ein tolles Gebietchen hier. Und tschüss. Ich weiß, dass es halt hier in der Nähe einen Bonfire gab. Hi, Patches. Ah, hier hin. Guck mal. So runterklettern. Genau, hier hinten gab es ein Bonfire. Ja, ich brauche hier halt zumindest ein Bonfire. Ein Bonfire brauche ich hier halt zumindest für meine Aktion. So, denn in der nächsten Folge werden wir uns um die Questline von Rhea aus Thorolund kümmern. Das machen wir. Dazu muss ich hier gleich, ich hoffe mal, auf jeden Fall überleben. Und das wird echt gar nicht mal so leicht. Aber bisher bin ich ganz schön gut durchgekommen und ich komme hier auch auf jeden Fall wieder gut zurück. Hoffe ich zumindest, oder ich komme hier nicht zurück. Das wäre natürlich ziemlich arg, wenn ich mich jetzt in eine Position gebracht habe, aus der ich nicht mehr zurückkommen würde. Das wäre jetzt gerade wirklich arg. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber gut, jetzt habe ich mich ja hier gesichert. Komme ich auch theoretisch wieder zurück? Kann ich auch wieder hochlaufen? Oder geht das jetzt nicht mehr? Wartet mal. Testen wir aus. Laufen hier mal lang. Ich weiß, es gab hier wieder einen Weg nach oben. Also den hier zum Beispiel. Guck mal, alles Paletti hier. Wir kommen da schon irgendwie hoch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oh, hi, guck mal, hier ist noch ein Weg nach unten, ein geheimer. Vielen Dank fürs Freimachen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann schaffen wir das hier schon irgendwie. In diesem Sinne, ihr lieben Leute, haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Baby, euer Hyuga.